Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zum Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Na, ihr riecht jetzt auch diesen leichten Geruch nach Hinox-Klöten. Es wird Zeit, diesem Hinox einmal zu zeigen, wo der Hammer hängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen legen wir mal los. Dungs. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir immer noch auf Hinox-Herzjagd. Und setzen... Au, das hat jetzt leider nicht so gut funktioniert. Und setzen das auch munter weiter fort. Ohne unsere Blitzangriffskiste. Au, er setzt sich einfach auf uns drauf. Ist ja widerlich. Okay, wir müssen in sein Auge schießen. Oh oh, ich hab's nicht getroffen. Jetzt hab ich's getroffen. Oh, er ist kaputt. Er ist kaputt. Er ist kaputt gegangen. Und ein Herz. Ein Hinox-Herz. Offensichtlich kriege ich von normalen Hinoxen öfter mal ein Herz als von den anderen. Und die verlieren immer geile Waffen. Also, hier können wir unsere Waffen auf jeden Fall aufstocken. Meine Waffentasche ist voll. Ja, dann gibt mir immer noch so ein Königsschwert hier. So, okay. Wo wir da gerade schon mal hier sind, da kann man natürlich eben noch looten, was hier so rumeiert. Und dann brauchen wir nur noch ein Hinox-Herz und dann sind wir mit Hinox-Herzen durch. Ein Schwertkäfer. Eine komplett neue Spezies, die ich bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen habe. Ich bin begeistert. Ja, man entdeckt auch noch nach vielen Spielstunden Neues. Vor allen Dingen, weil ich ja Käfer und so... Das ist ja nicht unbedingt meins, ne? Respekt. So, jetzt haben wir zwei Hinox. Dann müsste ich noch einen weiteren Hinox finden, der ein normaler Hinox am besten ist. Denn das scheint ja wirklich gut zu funktionieren. So, warte. Eben kurz gucken, ob ich da noch ein Foto von machen kann von dem Biest. Kommt mir dann eine Ausdauerschrecke entgegengeflogen und will sich mit aufs Bild schleichen, ne? Gibt's ja wohl nicht. So, das wäre das. Ja, ein Hinox-Herz noch. Das schaffen wir ja wohl noch. Wir warten übrigens immer noch liebevoll und ungeduldig auf den nächsten Blutmond. Der vielleicht kommt er ja heute Nacht. Who knows? Ach man, jetzt muss ich das... Weißt du, da will ich nebenbei mal kurz auf meine Map gucken. Spawn hier irgendwelche Biester. So, ihr dürft jetzt mal kurz diese wunderbare Aussicht hier genießen und den Vögeln beim Fliegen zu gucken, während ich hier parallel gerade mal versuche, einen möglichst normalen Hinox zu finden. Da ist noch einer. Ich habe noch einen normalen Hinox gefunden. Hier unten. Okay. Tobius Hollow, da müssen wir hin. Alles klar. Gucken wir mal. Das ist auf der Map. Wenn wir mal gucken. Wo ist denn das? Hier unten ist das. Und dann da. Ja, guck mal, hier ist das ja ganz anders. Bitoltal. Ja, da hat sich die Übersetzung doch etwas Neues, Frisches ausgedacht. Da kommen wir am besten hin. Jetzt die Frage, wie? Wie? Das ist gut. Ich glaube, wir gehen von hier oben. Da oben und dann fliegen wir. Das läuft. Wenn wir Glück haben und dieser Hinox jetzt wieder ein Herz verliert, dann sind wir durch mit den Hinox-Herzen. Das ist ja verrückt. Dann würde ich sagen, machen wir uns tatsächlich dann drauf. Ja, wir könnten mal versuchen, diese Grockenmaske zu organisieren. Das ist vielleicht ganz witzig, weil man dann auch mal wieder einen Quest macht. Oder wir machen diese Barbarenrüstungs-Dinger. Das sind drei Labyrinthe, durch die wir durch müssen. Das wird auf jeden Fall witzig, weil ihr mich dann leiden sehen könnt ohne Ende, weil ich es wahrscheinlich nicht checken werde. Freue mich schon riesig. Ja, ah, das läuft ja. Hier oben ist es nass und kalt. Herrlich, da fühle ich mich doch gleich richtig wohl. Oh, ich friere. Aber wir frieren nicht. Na doch, ein bisschen. Warte, es ist gleich soweit. Wir hauen ja schon ab. Halt das mal aus noch, Link. Okay, er hält das nicht aus. Jetzt muss ich wegen den paar Sekunden da die Klamotten wechseln. Du bist ja auch ein, ne? Du bist ein Lulli, bist du. Ausrüsten. Nee. Irgendwas läuft nicht. Achso, hier, guck mal. Okay. Das wäre echt irgendwie cooler, wenn es da so einen Knopf gäbe, ganze Set ausrüsten. Vielleicht gibt es den auch und ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir werden das gleich das nächste Mal suchen. Ansonsten muss ich es als Verbesserungsvorschlag einreichen. Liebe Zelda-Programmierers, bitte macht mit dem nächsten Add-on die Möglichkeit, dass ich, wenn ich einen Teil angewählt habe, auch per Knopfdruck sagen kann, ganze Set ausrüsten. Wenn es diesen Knopf schon gibt und ich ihn bis jetzt nicht gesehen habe, werde ich mich gleich selbst geißeln. Danke, Grüße, der Blaufuchs. So, wir machen weiter. Wahrscheinlich gibt es den Knopf, ich habe es nicht gesehen. Ohne Spaß. Also wenn ich das entwickelt hätte und hätte es selber gespielt, wäre das eines der ersten Dinge, weil man so oft die Klamotten wechseln muss, um sich in der Situation anpassen muss, dass es einfach nervt. Da wäre das schon eine große Erleichterung, einfach sagen zu können, so, ich will jetzt bitte
alles, was von diesem Set ist, ausrüsten. Danke. Und wir müssen mal ein bisschen tiefer. Denn uns geht ein bisschen die Ausdauer aus. Was ist das da unten? Das sieht ja nicht unbedingt angenehm aus, muss ich jetzt mal sagen. Aber hier ist irgendwo ein Hinox angeblich. Da waren wir ja auch noch gar nicht. Was ist das für ein Ort? Naja, wir werden es gleich rausfinden. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir mal auf die Klamotten. Gibt's das? Nee, gibt's nicht. Gibt's wirklich nicht. Es gibt keinen Knopf. Alles auf einmal anlegen. Warum nicht? Warum gibt es den Knopf nicht? Was ist das Doofes? Wo ist denn jetzt meine schöne Schleichrüstung? Ich hätte so ein lilanes Symbol hier. Jetzt möchte ich einen Knopf drücken und sagen, bitte das ganze Set anlegen. Nein, ich muss den hier machen. Bing. Das geht ja noch relativ gut, wenn das Ganze miteinander sortiert ist. Aber wenn nicht, dann nervt das noch extremer. So. Wo ist denn Hinox? Da ist er. Oh, ist das nicht süß, wie er schläft? Ist das nicht schnuggelig? Wie er da am Schlummern ist, der kleine Stinkende mit den riesigen Fußnägeln. Siehst, ne? So, warte. Okay. Was ist hier denn noch so los? Das sieht hier so verdammt nach Krog aus. Da müssen wir gleich mal gucken. Jetzt landen wir erstmal wieder. Ah, ich rieche es wieder. Ich rieche es wieder. Verrückt. Herrlich. Dieser leicht eklige Duft nach stinkenden Füßen. So, hallo, ich bin's mal wieder. Na? Au, ich muss irgendwie weiter weg. Nein, du haust nicht nach mir. Weg. Hier wird nicht nach mir gehauen, Digga. Ja, er ist umgefallen. Oh, das tut einem ja schon ein bisschen leid, irgendwie so ein bisschen, ne? Wenn er dann kaputt geht. Oh. So, verlierst du jetzt auch so ein bisschen noch so ein Herz für mich? Oh, ich glaube, er hat kein Herz verloren. Nur 10 Nägel. Eklig. Okay, dieses Königsschwert ist schlechter als das, was wir gerade haben, aber das zerbricht gleich, deswegen schmeißen wir es weg. Okay, meine Hoffnung, es wirklich schnell zu schaffen, hat sich gerade aufgelöst, weil wir diesmal kein Herz bekommen haben. Das macht mich ein bisschen traurig, aber dann ist es halt so. So, wo wir gerade hier sind, wir gehen mal gerade da hoch, weil das sieht so verdammt verdächtig nach Krog aus, findet ihr nicht auch? Also, so rein von meinem Gefühl her würde ich sagen, da muss sich irgendwo ein Krog verstecken. Das sieht zu krockig aus. Es sieht eindeutig nach Krog aus hier, diese Bäume und so. Da, ja, oder eine Ziege. Oder eine Ziege. Oh ne, hier geht's irgendwie in. Oh. Hallo? Was ist das hier? Guck mal, das sieht doch sehr nach Krog aus. Ich habe eine Blume gefunden. Blume. Ah ja. Das Gegenstück dieser Blume. Komm, Blume. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Ich krieg dich, Blume. Du kannst nicht fliehen. Wo ist sie jetzt? Wo ist das nächste Stück der Blume? Da oben. Okay, warte. Vergiss es, Blume. Du kannst mir nicht entkommen. Es gibt keinen Entkommen vor dem Blaufuchs. Ah. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das freut mich. Urbosa, kannst du mir auch sagen, wo ich die nächste Blume... Ja, ich habe sie schon gefunden. Ich habe die nächste Blume gefunden. Blume! Ba-ba-ba. Du hast mich entdeckt. Ein weiterer Krogsamen. Ich brauche diese Maske gar nicht, Mann. Ich habe das schon im Gefühl, wo die Krogs sind. So. Okay, das war dieser Hinox. Der hat uns dann auch kein weiteres Herz gebracht. Das bedeutet, ihr dürft wieder ein bisschen Aussicht genießen. Hier, wunderschön. Und die Wolken und so. Während ich eben gucke, wo der nächste Hinox ist, den wir mal eben verprügeln können. Möglichst wieder einen einfachen. Oh, der ist ganz nah. Er ist ganz, ganz nah. Wir sind wahrscheinlich sogar schon fast da. Verrückt. Verrückt? Ja, wir sind fast da. Wir müssen dahin. Ist das nicht der Ort, wo wir mal Kashiva getroffen haben? Das kommt mir so Kashiva-mäßig vor hier. Also, einfach ein bisschen weiter geradeaus. Wahrscheinlich über diesen riesigen Berg auch noch, aber egal. Da treffen wir auf den nächsten Hinox. Das sieht echt so aus, als müssten wir über diesen Berg. Ich glaube, das schaffen wir aber. Mit unseren Kletterklamotten kriegen wir das, glaube ich, hin. Mann, ist das rot. Ein sehr roter Berg. Okay, los geht's. Hier kommen wir locker so hoch. Mann, ist das rot. Dann schießen wir ihm in den Arsch.
Boing. Dong, dong. Sorry, aber ich brauchte das Edelwild. So, das ist hier schon etwas arg hoch. Da würde ich sagen, da nehmen wir tatsächlich mal unsere Klamotten zum Bergklimmen. Dann geht es ein bisschen schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob es hochgeht. Und während wir da hochklettern, trinke ich eben ein Stückchen Kaffee. Muss man auch mal machen. Ah, ich glaube, das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, es wird schon langsam wieder Mittag. Also die Farbstimmung hat sich geändert von extrem rot auf, ja, gubbelig gelb, würde ich mal behaupten. Bin mir nicht ganz so sicher. So, da oben wartet auch schon eine Ziege auf uns. Eine Ziege! Oh, ein Gewitter rückt auch an. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe immer noch den Glutling-Sensor an, sehe ich gerade. Aber ihr seht, es gibt nicht so viele Glutlinge in dieser Welt. Es gibt da nur so ein paar spezielle Orte, wo man die gut finden kann. Und danach war es das dann auch. Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Wenn du gleich auf die Idee kommst, mich hier runter zu kicken, ne? Ja, ich dich meine ich. Dann gibst du aber richtig einen drauf. Das sag ich dir. Das sag ich dir. Schnell, das wurde echt knapp. So, gerade so geschafft, ey. Heieiei. Okay, so. Und wieder die Schleichenrüstung anziehen. Da haben wir auch so eine süße Frisur. So. Dürfte nicht allzu weit sein. Der muss gleich da vorne schon irgendwo rumliegen und schlummern. Und mit etwas Glück gibt er uns ein Herz. Sein Herz. Da ist er ja auch schon. Wie viel es von den Dingern gibt, oder? Das ist doch irre. Ich habe nichts, ich habe die nicht gesehen vorher und jetzt sind die überall. Das ist doch irre. So, wir waren dann mal wieder auf unseren Lieblingsangriffspunkt. So. Ich glaube, wir nehmen mal den Zweihänder, der macht noch ein bisschen mehr Damage. Warum auch nicht? Hallo. So. Oh ja, das klappt viel besser. Das war super, war das. Das war quasi ein One-Hit. Und er hat auch ein Herz fallen lassen. Wie geil. Wir sind durch mit den Hinox-Herzen fürs Erste. Okay, das war erstaunlich effektiv. Und hier liegt ein neuer Zweihänder. Wir haben so viel Königssachen jetzt, ey. Das ist ja verrückt. Ja, würde ich sogar echt den Erzbohrer für wegwerfen, weil der wirklich gut ist. Und dann liegt dann nochmal ein Königsschwert. Jetzt wird es langsam aber wirklich eng. Wir haben so viel Königsschwerter, egal. Bleibt dabei. Dann bleibt es dabei erstmal. Verrückt. Verrückt. Königsbogen. Da können wir nochmal gerade gucken. Haben wir noch irgendeinen Bogen, den wir loswerden können? Ja, dieses Ding hier, ne? Oh, tschüss. Gut. Dann haben wir das tatsächlich geschafft. Ich bin ein bisschen begeistert. Das bedeutet, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zur Fee. Pimpen eben die Rüstung hoch. Dann haben wir das auch geschafft. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, dann gucken wir erstmal nach dieser Krokenmaske. Ich will die jetzt endlich haben. Ja? Ich will die jetzt endlich haben. Das heißt, wir müssen ja mal gucken, was wir machen müssen. Warten. Wenn du Zeit vergehen lassen willst, solltest du ein Lagerfeuer aufsuchen. Dort kannst du bis zum Morgen, Mittag oder Abend warten. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Und dann wartet man und wartet auf den Blutmond. Und der Blutmond meint, fick dich, ich komme einfach nicht, weil fick dich. Ne, das ist schade. Ja, ist einfach schade. Aber so ist das nun mal. Kashiwa muss halt leider noch ein bisschen länger warten. Hat aber auch den Vorteil, dass ich ihn nochmal auf jeden Fall sehen werde. So oder so. Also wir werden, glaube ich, dann noch später immer mal wieder einen kleinen Besuch abstatten müssen, weil ich sonst traurig bin, wenn ich ihn nicht sehe. Wir könnten natürlich auch gucken, wo die Fee Nummer 4 ist und eben schauen, ob wir nicht doch die Kohle zusammenkriegen, denn das könnte klappen. Ne? Das könnte klappen. Aber dann bedeutet dann aber, wenn wir das dann machen, dann müsste ich danach wieder farmen gehen, um meine Horny-Rüstung noch doller aufzupimpen. Und dann langweilt ihr euch dann extrem, weil der Fuchs nur noch am Zeug farmen ist. Und ich, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht unbedingt das super Spannendste ist. Aber es muss halt gemacht werden. Es muss gemacht werden. Das ist halt nun mal so bei so einem Open-World-Ding, ne? Da muss man auch mal Zeug looten und farmen und suchen. Das ist dann so. Guck mal, hier ist ein so ein Pimmelding. Wir haben irgendwann mal die Reihenfolge durcheinander gebracht und deswegen spawnt dieser eine jetzt immer ein bisschen früher als die anderen. Egal. So, hallo Fee, ich bin wieder da und ich bringe wunderschöne Sachen mit. Ja, das glaubst du gar nicht, aber die ist so. Wunderschöne Sachen. So. Oh, hallo! Moin! Ah, mir war so, als läge der Geruch meines Süßen in der Luft. So, du möchtest Kleidung verstärken und hast die passenden Materialien, dann lass mal sehen. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Das ist der Plan. Guck dir das an, ich habe Hinox-Herzen gesammelt. Ich hoffe, ich brauche nicht noch mehr, ne? Der Rest passt aber. Ja, der Rest passt. Also, dann erhöhen wir mal den Helm auf 18.
Oh, dann mache ich das jetzt mal. Ja, mach mal die Augen zu. Was gibt's hier im Bus? Ich weiß, Link, es ist schlimm. Es ist schlimm. Rams, da 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 da. Hylia Helm hat Stufe 18 erreicht. Sehr schön. Und soll ich noch... Bitte, ich habe da noch mehr. Dann habe ich diesen Beinschutz. Oh Gott, nein. Lass bitte nicht nochmal. Hi. Ja, bitte, bitte. Ich hätte noch eine Sache, hätte ich da noch. Da wäre nur noch eine Sache. Scheiße, jetzt sag bloß, das reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Hinox-Herz? Okay, das ist... Moment, warte. Das ist Stufe 2. Das ist Stufe 3. Hab ich gerade das Falsche abgegradet? Kann das sein? Hylia-Rüstung. Scheiße, ich habe das Falsche abgegradet. Nee, doch nicht. Hylia-Rüstung. Mir fehlt ein Hinox-Herz. Wie kann mir ein Hinox-Herz fehlen? Wieso fehlt mir ein Hinox-Herz? Ich dachte, ich hätte genug. Also, die Hylia-Rüstung habe ich. Hylia-Hose habe ich. Wo ist denn der Helm? Helm, wo bist du? Wo ist denn Helm? Sortieren. Da ist der Helm. Also, Helm ist 3. Hose ist 3. Rüstung fehlt mir ein Hinox-Herz. Holy shit, how is this possible? Wieso fehlt mir ein Hinox-Herz? Ich dachte, ich hätte 3. Wirklich, ich dachte, wir hätten 3. Oder habe ich gerade wirklich vielleicht doch das Falsche abgegradet? Ich habe das Gefühl, ich habe aus Versehen irgendwas Falsches abgegradet, was ich nicht upgraden wollte. Irgendwas, was Hylia hieß. Hylia Gewand oder so ein Scheiß. Oh, nö. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich kann jetzt nicht. Das können wir nicht aufhören. Wir müssen jetzt noch so ein scheiß Hinox-Herz finden. Hilf nix. Okay, warte, ich guck mal. Vielleicht gibt es in unserer Nähe hier welche. Wir sind jetzt. Wo sind wir denn gerade? Ich check das jetzt mal eben. Den nicht, den nicht. Den nicht. Das sind die Üblen. Die Üblen nehmen wir nicht. Wir nehmen natürlich erstmal schön die Einfachen. Warum sollte man auch mit freiwillig so einen Übelkeits-Hinox verprügeln, wenn man auch einen einfachen verprügeln kann? Also hier ist auf jeden Fall noch einer, den schaffen wir wohl. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen normalen, was haben wir hier? Einen blauen. Da ist noch einer, ich hab noch einen. Okay. Wir haben ein Ziel, wir haben wieder ein Ziel. Man muss immer das auch so sehen. Jeder Hinox bringt uns näher an den nächsten Blutmond, ja. Wir müssen hier hin. Okay, man führt einen aber auch so in die entlegensten Orte, wo man sonst so nicht ist, ne. Können wir am besten tatsächlich hier hin und von da aus dann da eben runter eiern. Gibt's ja nicht, ne. Jetzt fehlt mir da doch wieder so ein Ding. Ich dachte, ich hätte drei. Da ist bestimmt was schiefgelaufen. Ich habe bestimmt gerade nicht aufgepasst und irgendwas Falsches upgeredet. Mal sehen. Ja, einen kriegen wir noch, das ist kein Problem. Wenn es der nicht tut, sind in der Nähe nochmal 2 weitere. Da weiß ich nicht, warum der so einen komischen Namen hat. Hier sind irgendwelche Namen. Hier sind so 3, die haben irgendwelche Namen. Ich weiß nicht warum. Das hat bestimmt irgendwas mit einem Quest zu tun. Who knows? Okay. So, eben wieder auf unsere Schleichenrüstung wechseln. So, there we go. Ausrüsten. Ja, und 27 Schutz immer inzwischen. Es läuft. Das geht voran, du. Das geht voran. Ich sag euch das. So, Mato. Der nächste Hinox wartet auf uns. Ich will mich jetzt lieber nicht zu sehr darunter. Oh, guck mal, das sieht sehr stark nach einem Krog aus da. Ich sehe da eindeutig einen Kreisel. Den gesehen? Da. Das ist eindeutig ein Kreisel. Und wo ist der Hinox? Den werden wir gleich auch noch finden. Aber erstmal den Kreisel! Hui! Bums! Aber das sieht ja schon sehr komplett aus, dieser Kreis. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da machen sollte. Ja, das ist ja gut. So, ihr hört den Horn kriegen, ihr wisst, was es... Oh, jetzt regnet das auch noch und ich komme hier nicht mehr hoch, oder was? Ich will mich jetzt nicht verarschen, oder? Da ist auf jeden Fall...
Wahrscheinlich muss ich das in diese Lücke stecken. Also, der Hank Redi, ihr wisst, was uns wollen. Wir machen dann kurz an dieser Stelle hier einen Break. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, geh mal von diesem Stein weg. Oh, hallo. Ich habe gesagt, so von dem Stein. Das ist. Es war wohl sein Lieblingsstein, den ich da angegriffen habe. Sorry, ich wollte dir nicht deinen Lieblingsstein klauen. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Werden noch einen Hinox jagen. Wir werden sie jagen. Oh ja, wunderbar. Warte. Ah, passt. Zählt. Es ist kreisrund, ist das. Ist eindeutig kreisrund. Ba-ba-ba! Ja, läuft. Ne? Und dann geht's, glaube ich, erstmal ab ins erste Labyrinth. Bis dahin dann. Viel Spaß am Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.